ich freue mich schon auf den Rückweg. Yay. Yeah. Das wird hochinteressant werden. Null. Heute haben wir nach Michi geguckt, da sind wir mit ein bisschen Abstand. So, wir fahren jetzt erstmal Zelt kaufen nach Budisin, also Bau 10. Genau. Also unser Zelt ist ein bisschen abgesoffen, ich weiß nicht, ob das Micha schon gesagt hat. Ist natürlich ein bisschen bescheiden, aber gut, ist halt schon 10 Jahre alt das Zelt, von daher kommen dann ab nächste Woche hoffentlich wieder Bikepacking-Videos. Aber wenn es anfängt zu regnen, ist halt doof, ne? Gut. Also, Abfahrt! Abfahrt! Anzündung! Immer schön Watt trinken! Ey, geht nichts über Watt, Alter! Leistung. So. Da Training für die Transost jetzt. Wer die Transost nicht kennt, ich mach mal Link unten rein. Da würde ich 2021 mitfahren. Mit dem Gravelbike. Definitiv. Mitfahren, nicht gewinnen. Nur mitfahren. Anzündung! Hat die Tunnel geschalten. So. 27,7 Grad. Ist schon sehr sportlich. Auf jeden Fall. Ich brauche keines mehr Fahrradcomputer, sage ich gleich. Hat einfach damit was zu tun, das Garmin zeichnet es halt auf. Alles Komoot und Strava Roots und so und Strava allgemein. Links unten in der Videobeschreibung von unseren Strava-Konten und Komoot-Konten. So, sind wir am Bautzen. Yay! Ich bin schwerer. Die Wade. Die Wade. So. Da strampelt die Wade. Heute geht's in die nächste Stadt. Ich rede mit den Zuschauern. Ein neues Zelt angucken. Mal gucken, ob wir dort hin filmen dürfen. Weil unser Zelt ist leider gestorben. Es hat die Beschichtung aufgelöst nach 10 Jahren Existenz. Sagen Sie dazu, Wade. Lauter reden, das Mikrofon ist nicht so toll. Es ist warm. Alter. Das ist geil. Nur ein bisschen. Es hat gehupt, da machen wir gleich gar nicht Platz.
Alles warte, Zünde. Hast du Zünde dran? Mach mir die Wade. Mach dir so dermaßen die Wade hier. Weiter. Da oben, der letzte Schatten. Schatten. Kleiner Fahrradwechsel, weil Dix ist gekauft, Zelt. Und jetzt geht's zu Buschkraften. Yay! Buschkraften, Michi! Yay! Genau, geht's nach Kosul. Da gibt's so leckere Berge, deswegen fahren wir mit E-Bike. Furchtbar. 60%. Müssen wir ja unbedingt hin, aber Michi? Unbedingt. Sind heute nicht schon krasse Berge hoch? Nein. Unbedingt. Müssen wir unbedingt das nochmal hier hochkraxeln und dann, doch, schön Arschbomben in irgendeinem See. Null. So, das neue Zelt steht jetzt. Wir schwitzen wie die Sau, aber es steht. Yay! Absolut phänomenales Zelt. Premium. Aber nochmal Premium. Ja, Premium. Auch der Platz ist ja absolut Premium, also kann man machen. Ja, da hinten kommt der Unwetter, hat schon ein bisschen leicht geregnet, aber tut der guten Laute keinen Abriss. Nö. Verfein, wir haben was zum Hinsetzen. Oh, da ist was zum Hinsetzen. Oh. So geil, ohne Scheiß. So, es ist hier gerade wieder schön hier am Köchel, der Michi. Richtig geil, draußen regnet etwas. Ja. Sonst geht's gut. Einmal frei. Einen wunderschönen guten Morgen. Und wir bauen gerade unser schönes Zelt ab. Genau. Mal gucken, ob wir es wieder in den Zustand kriegen, wie es mal war. Ne? Also ich glaube es ja nicht. Michi? Ne, Heringe. Ja, ohne Ende. Also, Heringe ohne Ende. So, könnt ihr mal zugucken, wa? Interstellar, my space, no one else sees. Your peace, you're in your mind, and as I found no place in the dead of night.
Yay! Yeah. Gierig. Warum geht das mal? No. Premium. Das ist ein geiles Panorama. Awesome. Echt geil. Es geht. Man. Ja, da richtig viel wieder alles auf. Noch. Schade, dass da eine Kurve hin ist. Ja. Aber der muss aber wirklich bremsen. Ja, mit 52 hat er ein bisschen das Ding. Ich habe überlegt. Hä, lieber nicht. Ich bin 40 Wochen. Oh. Und du machst mehr Spaß hier. Oh. Diamonds in the sky, shades of pearl and green. Bei der Kneipe geradeaus? Bei der Kneipe geradeaus? Da wo wir gestern mit dem Rennrad lang sind. Fire burning hearts in darkest places. Oh, there's never been a better time. I feel alive. I found no way. We're past the lines. Where truth won't Matschepampe! Da geht die Puste wieder weg. Diese Asphaltpuste. Furchtbar. Ach, ist das schön, mit dem Dreck zu fahren. Puste. Ah, Hecke. Ab durch die Hecke. Null. Null! So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Abo da lassen, ganz wichtig. Und wir sehen uns dann im nächsten Bikepacking-Video. Yay! Yay. Da gibt es doch wieder ein vernünftiges Intro und Outro und Buschel. Ja. Also, haut rein, macht das gut, bis zum nächsten Mal. Mhm.